Willkommen, mein Name ist Andreas Klamm, bekannt auch als Andreas Klamm Saberort. In der ersten Berufung seit dem Jahr 1984, seit meinem 16. Lebensjahr, als Journalist, als Rundfunkjournalist, Schriftsteller, Buchautor, Autor von 10 veröffentlichten Büchern tätig, als Radio-, Fernseh- und Filmproduzent, als Moderator und als freier Künstler. Weitere Informationen zu den Büchern. 7 Bücher können Sie kaufen, auch in jeder Buchhandlung und natürlich auch in Online-Buchhandlungen, im Beispiel jetzt aufgeführt amazon.de oder amazon.com. Dort den Suchbegriff Andreas Klamm eingeben. Ich buchstabiere meine Nachnamen. Kaufmann, Lima, Alpha, Mike, Andreas Klamm als Sucher eingeben und dann finden Sie 7 Bücher, die Sie kaufen können. Was ist mit den 3 anderen Büchern? Die Frage will ich hier auch beantworten. Die sind kostenfrei. Die können Sie über www.regionalhilfe.de finden und dort bitte den Links folgen und dann können Sie die Bücher auch downloaden, kostenfrei. Ich hatte das gemacht für Menschen, die nicht in der Lage sind, Bücher zu kaufen, die finanziell mittelschwach sind, die sozial Probleme haben, damit die zumindest einen Teil 3 Bücher immerhin lesen können. Die 7 weiteren Bücher können Sie in jeder Buchhandlung oder auch in Online-Buchhandlungen wie Libre.de oder Amazon.de oder Amazon.com bestellen und dann auch lesen, kostenpflichtig. Die sekundäre und zweite Berufung ist die Gesundheits- und Krankenpflege. Früher nannte sich der Beruf noch Krankenschwester, Krankenpfleger. Dann gab es im Jahr 2003, 2004 die Änderung des Krankenpflegegesetzes, die Pflegeprofis und professionell Pflegenden wissen hieß. Und seither heißt die korrekte Berufsbezeichnung, und das macht meiner Überzeugung nach auch Sinn, Gesundheits- und Krankenschwester, Gesundheits- und Krankenpfleger. Was ist der Unterschied zwischen einer Gesundheits- und Krankenschwester und einem Gesundheits- und Krankenpfleger? Das will ich Ihnen auch ganz kurz erklären. Es ist lediglich der geschlechtliche Unterschied. Die Ausbildung ansonsten ist gleich. Es gibt auch keine getrennte Ausbildung zwischen Männern und Frauen, sondern die Ausbildung ist für Männer und Frauen in der Pflege, in den Pflegeberufen, was die Gesundheits- und Krankenpflege anbelangt, gleich. Die Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger macht meiner Überzeugung nach auch Sinn, denn wir pflegen nicht nur kranke Menschen und kranke Menschen mit besonderen Bedürfnissen, sondern natürlich auch gilt es, die Gesundheit von Menschen so weit wie denn denkbar möglich zu erhalten und zu pflegen. Gesundheit will auch gepflegt werden und will auch geschützt und erhalten sein. Dies ist mit einer Vielzahl von Mitteln, denken Sie an die Nahrungsergänzungsmittel, mit gesunder Lebensführung, mit Sport, mit einer gesunden Lebenseinstellung möglich und denkbar. Es gibt viele, viele weitere Möglichkeiten. Ich will Ihnen ganz kurz mich vorstellen. Ich kann Ihnen meine Gesamtbiografie natürlich in der Kürze der Zeit jetzt nicht erzählen. Sie können die aber auch kaufen in Buchform, Andreas Klamm, Journalismus und Pflege, 204 Seiten. Ich will ganz kurz etwas dazu erklären, aus welchem Grund ich mich für eine 20-Stunden-Woche in einer Teilzeitbeschäftigung als Gesundheits- und Krankenpfleger in Pflegeeinrichtungen für ambulante Pflegedienste und auch für Kliniken bewerbe oder auch für Zeitarbeitsunternehmen, die auf die Vermittlung von Pflegepersonal spezialisiert sind. Dies ergibt sich aus einem besonderen Lebensumstand, der im Oktober 2006 bei mir eingetreten ist, während meines Aufenthaltes in Großbritannien im Vereinigten Königreich, während mehrerer Auslandsaufenthalte. Ich gründete im Jahr 2006, am 4. Oktober 2006, das Unternehmen Grace Medcare Limited, eine kleine Firma, eine englische GmbH. Grace Medcare Limited bietet weltweit international Pflegedienstleistungen an und Mediendienstleistungen. Das ergibt sich aus meinen Berufen als Journalist, als Rundfunkjournalist, Autor, Schriftsteller, Buchautor, Moderator, Radio- und Fernsehen- und Filmproduzent. Das heißt, wir bieten Radio-, Fernseh-, Filmproduktionen, Sprecherdienste, Textdienste, Artikeldienste und Fotodienste an. Auch Bürokommunikationsdienste, Telefonbeantwortungs-Serviceleistungen. Und aus meinem zweiten Beruf, der zweiten Berufung 1993,
als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger bieten wir auch pflegerische Reisebegleitung und Pflegebetreuung an für Menschen zu Hause, damit möglicherweise, wenn es gewünscht wird, ein dauerhafter Aufenthalt in Pflegeheim verhindert werden kann, wenn es denn so gewünscht ist. Es gibt auch Menschen, die sagen, für mich ist das Heim eine bessere Lösung, und solche Wünsche gilt es natürlich auch zu berücksichtigen. Da ich nicht beabsichtige, mein Unternehmen, in das ich sehr, sehr viel Kraft und auch natürlich sehr viel Geld investiert habe, aufzugeben, Grace Medcare Limited, dazu finden Sie auch Informationen im Internet unter www.gracemedcarelimited.info, bewerbe ich mich in der Pflege mit einer 20-Stunden-Woche als Teilzeitkraft, das heißt in einer Teilzeitanstellung. Ich glaube, auch als Geschäftsführer dieses Unternehmens, dass es wichtig ist, so weit wie möglich Ressourcen und Zeit zu sparen. Und ich denke, ein Vorstellungsgespräch ist wichtig einerseits, doch in einem Vorstellungsgespräch kann ich Ihnen oftmals auch nur Dinge erklären und erzählen, die beispielsweise auch in einer Videokonferenz oder mittels Telefon besprochen werden können. Für Videokonferenzdienste gibt es beispielsweise zwei wunderbare Dienste, von denen ich auch überzeugt bin. Das ist einerseits Skype, davon hat bestimmt jeder schon gehört, Skype. Mein Nutzername bei Skype ist Andreas JO2, oder über Zipgate. Zipgate bietet die Möglichkeit an, wenn Sie registrierter Zipgate-Nutzer sind, auch kostenfrei von Zipgate zu Zipgate-Anschluss zu telefonieren und andererseits auch eine Videokonferenz oder ein Videotelefonat zu halten. Daher empfehle ich, um Zeit und Ressourcen zu sparen, wenn möglich, auch um Umwelt und Natur zu schonen und natürlich auch, wir dürfen das nicht vergessen im geschäftlichen Bereich, auch um finanzielle Ressourcen zu sparen, wenn möglich, ein Vorstellungsgespräch via Skype oder mittels Videokonferenz. Es gibt zahlreiche Dienste inzwischen, die doch recht zuverlässige Videokonferenzdienste und auch Telefondienste via Internet anbieten. Ein Vorstellungsgespräch ist mittels einer Webkamera, das ist heutzutage fast in jedem Computer oder auch in einem PC vorhanden. Dort gibt es dann die Möglichkeit, eine Videokonferenz mit einfachsten Mitteln ohne großes technisches Hintergrundwissen zu realisieren und zu organisieren. Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit auch gerne telefonisch zur Verfügung. Via Telefon 06236 41 68 02 in Neuhofen in der Pfalz. Das ist zur groben Orientierung in der Nähe von Heidelberg oder noch näher in der Stadt Speyer am Rhein bzw. Ludwigshafen am Rhein. Die Stadt Speyer am Rhein kennen einige Menschen, weil es die frühere Kaiser- und Domstadt ist und damit auch natürlich bundesweit in Deutschland bekannt ist. Ich wiederhole noch einmal langsam zum Mitschreiben meine Telefonnummer. Das ist in Neuhofen in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz, in Deutschland 06236 41 68 02 oder auch Mobilfunktelefonnummer 0157 37 46 4950. 0157 37 46 4950. Dort können Sie mich anrufen und wir können dann gerne einen Gesprächstermin vereinbaren und über Ihre Bedürfnisse, über Ihre Wünsche sprechen. In der Regel ist es so, dass sich die Haustarife und Hausbedingungen von Unternehmen, seien es Pflegeheimeinrichtungen, Kliniken oder auch Zeitarbeitsfirmen, akzeptiere und auch entsprechend annehme und dann zu den Konditionen arbeite. Doch den Hintergrund möchte ich erklären, aus welchem Grund ich in noch recht jungem Alter mit 45 Jahren nur für eine Teilzeitarbeitsstelle in der Pflege zur Verfügung stehe. Einerseits, weil ich hauptberuflich als Journalist, Rundfunkjournalist, Schriftsteller und Autor und Geschäftsführer tätig bin, freiberuflich und hauptberuflich als Geschäftsführer für das von mir gegründete Unternehmen Grace Medcare Limited in London, welches Pflege
und Mediendienstleistungen unterschiedlichster Art in Großbritannien, in der Welt und in Deutschland anbietet. Da mein Unternehmen ein sehr kleines Unternehmen ist, ist es so, dass keine ernsthafte Konkurrenz etwa für Ihr Unternehmen steht. Darüber brauchen Sie sich sicherlich nicht zu sorgen. Es ist eine Initiative der besonderen Art unter ganz besonderen Lebensumständen und auch die Übernahme einer Verantwortung. Dies bitte ich zu berücksichtigen und ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben und würde mich freuen, wenn wir möglicherweise bald mittels Videokonferenz, sei es via Skype, über Zipgate oder andere Dienste, miteinander sprechen können und vereinbaren können, wie wir Menschen in der Pflege professionell, gut und mit Einfühlungsvermögen helfen können und dürfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nur das Beste. Bis bald, Ihr Andreas Klamm. Redaktion und Produktion Otterra Bro, Radio, Fernsehen, Nachrichten, Medien und Informationen aus Deutschland und der Welt. Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02. Telefon 06236 48 90 44. Und im Internet www.otterrapro.de.